Die Musik läuft, das ist gut. Da kann man noch so ein bisschen über die Musik drüber schwätzen. Und ja, läuft. Ich hole noch meinen Assistenten, den Nick, hier dazu. Und dann stellen wir uns hier erstmal vor, würde ich sagen. Hi Nick. So, hi Marc. Ich sag's schon mal, mein Name ist Marc Mozart. Und das ist mein Assistent Nick. Wir haben hier aus unserem Studio schon seit längerer Zeit einen populären Facebook-Live-Podcast, der auch schon des Öfteren Nummer 1 auf den Apple-Podcasts war. Und wir sind jetzt tatsächlich vielleicht noch 2-3 Tage hier aus unserem Studio live. Aber nächste Woche live auf der Musikmesse. Wir haben uns mit der Musikmesse zusammengetan. Wir werden von der Musikmesse dieses Jahr berichten. Und ja, wie man vielleicht im Hintergrund sieht, haben wir so einen gewissen Schwerpunkt. Ich genau. Selber bin Musikproduzent und Mix-Engineer. Nick ist auch Audio-Engineer. Und wir berichten hier aus dem Studio üblicherweise über alles rund ums Thema Audio, Studio, Recording. Wahrscheinlich habt ihr auch schon mal irgendwie was von uns gesehen. Ja, ich will es schwer hoffen. Jetzt habe ich hier zum allerersten Mal mir was aufgeschrieben für einen. Okay. Also unser Format heißt Studio Frühstück. Was ich ganz bemerkenswert finde an der Musikmesse dieses Jahr ist, dass die wirklich sich zum Teil reorganisiert haben. Es gibt eine Halle 4.1, die hat den Schwerpunkt Audio, DJ und Recording. Genau. Und das ist genau unsere Baustelle. Deswegen passt das halt auch wie Faust aufs Auge, dass wir diesmal da sind. Wir werden unseren Podcast Studio Frühstück täglich von unserem eigenen Mix bei Marc Mozart Stand, Halle 4.1 I57, werden wir um 10.30 Uhr immer in Deutsch live sein. Also echte Frühstückszeit, würde ich sagen. Wir machen dann um 17.30 Uhr noch einen englischsprachigen Podcast, also zu einer Zeit, wo vielleicht schon New York, LA sich auch mal hoffentlich zuschalten. Dann ansonsten, Meech, hole ich hier mal meinen Kollegen Meech, der steht hinter der Kamera. Meech, hallo. Guten Tag. Mit dem Meech bin ich den ganzen Tag, vor allem in den Hallen 4.1 und 3.1 am Start, aber auch an so bemerkenswerten Orten wie dem Portalhaus, wo Yamaha sich aufgebaut hat. Und wir werden da also über die Messe schnüffeln und Ausschau halten nach den neuesten Produkten. Wir werden Leute interviewen, die an Produktentwicklung mitgearbeitet haben, werden also wirklich schauen, dass wir die interessantesten Themen, die uns hier als Musiker im Bereich Recording und Audio interessieren. Wir haben so viele Termine, weil es gibt so unglaublich interessante Firmen. Mich interessiert was, und zwar, du hast gesagt, dass die Messe hätte sich reorganisiert mit dieser neuen Halle. Das war ja immer, sagen wir, sehr getrennt in Musikmesse und Pro Light and Sound. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass gerade der Bereich, den wir bearbeiten, der hat ja echt eine hohe Überschneidung. Genau. Wir wissen, was wir hier im Studio verwenden an Mixing-Plugins und DAWs, das hat absolut Einzug gefunden, eben auch in den Live-Bereich. Mhm. Im Bereich Live-Mixing kennt jeder, der sich ein bisschen für Front of House interessiert, kennt jeder die gleichen Plugins aus dem Studio. Also da gibt es große Überschneidungen, und es ist natürlich so, dass in den letzten Jahren der Live-Bereich auch unheimlich an Bedeutung gewonnen hat. Unter anderem deswegen, weil die Musikindustrie halt wirklich so ein bisschen leidet. Die hat so einen Übergang erlebt von CD nach Streaming. Und das ist einfach so, dass für Musiker das Live-Gigging viel interessanter ist als früher. Und die Leute aber auch bereit sind, für Events auch wirklich Geld zu zahlen. Deswegen ist der Live-Bereich eine Branche, die wirklich boomt. Ich habe gesehen, in einer Zeichnung der verschiedenen Übersicht der verschiedenen Hallen von der Messe war tatsächlich die Halle 4.1 so in beiden Farben gekennzeichnet, was wohl markieren sollte, dass es halt echt eine Überschneidung gibt zwischen Musikmesse und Pro Light and Sound. Ja. Dennoch ist es so. Wir haben es ja auch schon die letzten Jahre gesehen, also zum Beispiel hier SSL, der Hersteller von unserem Pult, die ja mit Recording-Pulten eigentlich sich ihren Namen gemacht haben, die sind schon länger im Live-Bereich, machen auch Live-Pulte, und die sind dann seit halt auch Jahren auf der Pro Light and Sound. Genau, die sind auf der Pro Light and Sound. Andererseits muss ich natürlich jetzt AMS Neve nennen, die langjährigen Kollegen und Konkurrenten von SSL. Die haben ihren Stand genau gegenüber von unserem Mix bei Marc Mozart Stand. Ich habe eben schon gesagt, Halle 4.1 Audio, DJ und Recording ist voll der Schwerpunkt. Das heißt, in der Halle kann man rumlaufen und wird alles zu diesen Themen eben finden. Genau. Es gibt dann, und das ist wirklich hinter unserem Stand, auf dem wir sind, gibt es auch eine Sound and Recording Lounge.
Da haben sich unter anderem Adam Audio, Abbey Road Institute, Audiowerk, Avid, Black Lion Audio, DPA Microphones, Motu und PSI Audio zusammengetan. Das wird auch ein sehr interessanter Bereich, wo wir sicherlich auch viel unterwegs sein werden. Also eine Lounge, wo ich nehme an, auch Seminare, Vorführungen und so weiter zum Thema Sound und Recording stattfinden. Dann gibt es noch ein Studioforum. Wir waren selber noch nicht auf der Messe. Wir sind wahrscheinlich erst ab Sonntag da, um selber aufzubauen und uns vor Ort umzusehen. Das Studioforum ist ein Raum, von dem ich mir habe sagen lassen, da passen ungefähr 50 Leute rein. Da finden Seminare statt. Auch da werde ich euch noch eine detaillierte Übersicht geben. Natürlich Seminare, auch zum Thema Audio, DJ und Recording. Ich habe schon gesehen, unsere Kollegen von GIK Acoustics machen natürlich was zum Thema Raumakustik. Wir selber machen täglich eine, ich habe es genannt, Your Mix Sucks Keynote, wo wir die Leute führen durch unser eigenes Buch Your Mix Sucks und werden die verschiedenen Schritte, die notwendig sind, einen geilen Audiomix hinzubekommen. Darüber werde ich referieren. Das wird auch super spannend, jetzt ohne in eigener Sache Werbung zu machen. Ich habe hier noch eine Liste von Herstellern, die auf der Messe anwesend sind. Und das ist sicherlich wert, die einfach mal durchzugehen, ohne jetzt vollständig sein zu können. API Recording Equipment, Avantone Monitor, Burl Audio, BAE Audio, Barefoot Sound, Bock Audio, Elisa, ES Pro Audio, das ist auch ein Vertrieb, die haben viel Studio Outboard in ihrem Programm. KMA Audio, Mark Audio, tolle EQs, Professional Media Solutions, TK Audio, Torasonic, Waldorf Synthesizer, Rot und Schwarz, PMC machen Monitore, Studio Pricks, Audio Precision interessiert mich sehr, das ist ein sehr nerdiges Testinstrumentarium, was du für deine Werkstatt gebrauchen könntest. Ja, ich bin mal gespannt. Also die, mit denen wollte ich schon immer reden, die schauen wir uns an. Die sind alle in der 4.1 oder? Das ist jetzt hier eine Liste zur Halle 4.1, oh, cool. Das heißt genau die Halle, von der wir jetzt gesprochen haben. Ich springe einfach mal nur drüber, Klang Technologies, HK Audio, Isovox. Ist halt witzig, weil wirklich, also HK ist, kennt man wahrscheinlich aus dem Live-Bereich, die machen PA-Anlagen. Ja. Und die sind wirklich einfach in der gleichen Halle eben wie Neve und... AMS Neve Limited, die haben den Stand gegenüber von uns, die wirst du bestimmt sehr gut kennen. Ja, hoffentlich. Messe. Der Nick übrigens wird an unserem Stand Halle 4.1 E57 unterwegs sein. Da ich ja, wie ich gesagt habe, mit dem Meech die ganze Zeit unterwegs sein werde, um die geilsten Neuigkeiten irgendwie aufzuschnappen, ist der Nick vor Ort, um wirklich auch Fragen zu uns zum Thema Mix bei Mark Mozart, all dem, was wir machen. Wir werden da einfach so ein bisschen eine Chill-Ecke haben, wo man sich einfach ein bisschen unterhalten kann. Wir haben übrigens hier genau unseren Hintergrund, wie man ihn aus dem Studio-Frühstück kennt, haben wir einfach mal auf so einen Banner drucken lassen. Das heißt, man wird es leicht erkennen. Aber ich schaue jetzt nochmal durch. Ich habe hier noch eine Seite. Was haben wir noch? Klotz, Kabel, RME Interfaces, Sommerkabel, Pro Audio Technology, CMA Audio, Ultrasound, Wireelectric, Lake People, ISO Acoustics, MXL Microphones, Mogami Cables, Ferrofish, Cordial Kabel, Studio Desk, Studio Möbel, Auralex Acoustics, Microtech Gefell, Hyperactive Vertrieb, Two-Box Distribution, Audio Dynamics, CME, Crane, Elite Acoustics, Rosa, Presonus, Riverfront, Rode, ich kann nicht, GIK Acoustics, ESI Audio Technik, die Liste geht weiter und weiter. Wir werden versuchen, bei allen vorbeizuschauen. Das ist alles in der 4.1. Das ist alles 4.1. Wow. Okay. Also da ist schon da richtig habt was. Ihr, da geht schon richtig gesagt, was. Viel zu tun. Also. Auf jeden Fall. Sound Service, die haben Zoom unter anderem, Clem Music, SPL, Mega Audio, Adam Audio, Audiowerk, das ist ein Vertrieb, die haben Softube und haben PSA. Ach, die haben wir schon genannt, DPA, TubeTech. Also jede Menge dabei. Nick, gibt es irgendwas speziell, auf was du dich freust? Oder? Also ich freue mich eigentlich auf alles, weil das klingt jetzt wirklich so, als wäre da eigentlich fast eigentlich jeder namhafte Hersteller in unserer Halle auch schon vertreten. Das heißt, da kann ich auch mal vom Stand eben
mir ein paar Sachen angucken. Und ja, also ich habe ja nichts dagegen, wenn du auch unterwegs bist und schöne Fotos machst und Bericht erstattest. Ich will aber nicht vergessen, dass eben die Halle 3.1, die zur ProLight & Sound gehört, dass da auch unheimlich viele Hersteller noch sind, wie du gesagt hast. Genau, also da will ich auf jeden Fall mal rein, eben bei SSL vorbei, bei Focusrite. Die kennt man ja aus dem Recording-Bereich und einfach mal auch über die ProLight & Sound. Das ist irgendwie ein bisschen mehr zusammen. Ich weiß noch, als wir das letzte Jahr da waren, da war das sehr getrennt, ProLight & Sound und die Musikmesse, da musste man ziemlich lang laufen und jetzt ist es wirklich ja übereinander. Also man kann da wirklich fast schafft er. Was ich nicht vergessen will, im Portalhaus hat sich Yamaha aufgebaut und die haben ja auch und durchaus einiges an relevante Themen für uns. Steinberg unter anderem ist Teil von Yamaha, da werden wir auf jeden Fall auch uns anschauen. Also die haben ziemlich was Gigantisches am Start, da bin ich auch sehr gespannt. Die sind, glaube ich, jetzt schon am Aufbauen, obwohl es dann am Dienstag, Mittwoch erst losgeht. Wir werden, wie gesagt, jeden Tag zweimal mit unserem Live-Podcast am Start sein und berichten, was wir so Interessantes gefunden haben. Aber auch die anderen Channels der Musikmesse werden super interessant, unter anderem der Instagram-Channel, wo wir in den Stories auch viele Pics von Herstellern und Neuigkeiten posten. YouTube live werden wir unheimlich viel machen. Wir werden alle kleinen Berichte, die wir über den Tag machen, werden alle auf YouTube live stattfinden, jetzt neben unserem eigenen Channel. Da wird sich also jede Menge Content ansammeln und wir hoffen, dass wir so einen richtigen Online-Live-Katalog an den Start bringen, wo wir wirklich von den interessantesten News nichts verpassen. Und wenn jetzt Aussteller und Hersteller dabei sind, die sagen, hey, ich möchte sicher gehen, dass ihr mich nicht versäumt und meine Neuigkeit und was ich zu sagen habe, dann bitte wendet euch an uns, entweder über den Musikmesse-Channel oder ihr könnt auch mir auf Mixed by Marc Mozart, ich werde das gleich noch mit, ich bin ja getaggt im Titel, könnt ihr mir gerne schreiben. Wir sind total dankbar, weil wir sind jetzt schon total am Recherchieren, Termine machen, haben versucht, alle zu kontaktieren, aber Instagram auf jeden Fall auch folgen, total wichtig. Dann könnt ihr das abonnieren und dann seid ihr eigentlich immer up to date und dann begleitet Meet & Marc durch die Ihr könnt auch während der Messe in die verschiedenen Channels reinschauen, also wir möchten auch für alle eine Inspiration sein und sobald wir dann, ich hoffe Montag, werden wir es erstmal von der Messe dann berichten, während den Aufbautagen. Genau. Und dann versuchen wir natürlich auch noch besser Wegweiser für euch zu sein, dass wir sagen, okay, hier ist die Halle sowieso, da gibt's das und das, schaut euch hier das an, hier ist das Studioforum, da kommt gleich das Seminar. Also wir versuchen euch über die ganze Messe zu führen. Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, dass wir halt Musikproduzenten und Audiomixer sind, was ihr hier an dem Umfeld schon seht und deswegen natürlich auch ein bisschen fachsimpeln und ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja, so sehr ich Fan auch von Orchester und Geigen und Trommeln bin, was wir machen, fokussiert sich auf den Bereich DJ Studio, Audio Recording und darüber werden wir berichten von der Messe. So, ich denke, für so ein erstes Kennenlernen war das mal ganz interessant. Mein Name ist Marc Mozart. Wir sind als Mixed by Marc Mozart auf Facebook, Instagram, YouTube und so weiter unterwegs. Das ist der Nick, mein Assistent hinter der Kamera, der Meech. Wir sind mit unserem Riesenteam auf der Messe unterwegs, um euch die besten Themen aus unserem Gebiet zu präsentieren. Ich bedanke mich und hoffe, wir sehen uns nächste Woche auf der Musikmesse und natürlich auf der ProLight & Sound. Uns selber in Halle 4.1 und viele andere Hersteller. Vielen Dank und bis nächste Woche.